Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder mal bei der Galgenberg. Wir sitzen in unserem Fendt 726 Vario, weil ich möchte nämlich auf jeden Fall heute noch ein Feld walzen. Das muss nämlich auch noch gemacht werden. Ja, müssen muss es nicht, ich weiß, aber ich glaube, bei der einen oder anderen Geschichte haben wir auch gesagt, wir lassen das mal mit dem Walzen. Es sind ja nur 2%, aber jetzt hier bei dem Feld, bei dem Weizenfeld, was wir ja schon ausgesät haben, da würde ich jetzt nochmal schnell walzen wollen hier, weil das dürfte jetzt auch keine allzu große Geschichte werden. Und dabei können wir dann auch gleich mal schauen, wie weit denn jetzt unser Sonnenblumenfeld ist, das ja auch hier mit der neuen Horsch Einzelkorn-Sämaschine jetzt bearbeitet wird von unserem Warrior, von unserem Deutz-Farm Warrior. So, und dann werden wir uns heute noch ein kleines bisschen um unsere Schweinchen kümmern, die anderen Tiere, die Kühe. Unsere Kühe, unsere Hühner sind eigentlich soweit versorgt. Und was wir noch brauchen, ist ein bisschen Futter für unsere Schweinchen. Und dann werden wir da mal kurz durchgucken, ob wir vielleicht das ein oder andere, ja, den ein oder anderen Euro machen. So, wir gehen hier erstmal in die Parkposition. Schauen mal kurz da oben. Da oben fährt er. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Lass mich mal kurz schauen. Ja, okay. Ja, wie gesagt, das ist hier alles nicht ganz so einfach mit dem Feld. Da werden wir auch noch am Schluss auf jeden Fall ein bisschen von Hand nacharbeiten müssen, wenn es hier um die Inseln geht. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Yo, unsere neue Einzelkorn-Sämaschine, die Maestro 1275 mit 9 Meter Arbeitsbreite. Wunderbärchen, Klärchen. So. So, da ist der Fendt. Dann wollen wir mal hier wieder ein kleines bisschen erst im Vornherein hier arbeiten. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie weit wir das auseinanderkriegen. Und wie weit wir eigentlich auch erkennen, dass wir das Ganze hier dann letztendlich auch gewalzt haben. Wir schauen nochmal. Yep. Erwarteter Ertrag 123. Ich bin jetzt mal gespannt, weil eigentlich müssten ja die 2% dann die 125% hinkriegen. Aber so richtig will das als auch nicht funktionieren. So, wir schauen mal und springen mal kurz über die Walze. Oh, doch, 125. Wer hätte es gedenkt? So, Dele. Jetztle. Ja, wie gesagt, das große Problem ist dann immer so ein bisschen, dass man auch sieht, wo man schon gewalzt hat. Dann werden wir auch hier erstmal einmal rund ums Feld fahren. Ich glaube, hier links müsste ich hier mal wieder ein bisschen Gras hinmalen, sehe ich gerade. Naja, okay. Naja, der Fendt kämpft. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier eigentlich für eine Arbeitsgeschwindigkeit normalerweise haben. Aber ich glaube, der Fendt hat ja kräftige 250 oder sogar mehr PS, wenn ich richtig weiß. Sogar 300, glaube ich. Und der soll dieses Ding doch eigentlich richtig wegziehen. So. Ja, wir müssen ein bisschen hier aufpassen. Wir arbeiten ja oder wir spielen ja hier mit Fruchtzerstörung. Deswegen kann ich jetzt hier natürlich nicht in das Feld da drüben reinfahren. Und deswegen rechtzeitig hier entweder umschalten. Denn wenn wir mit dem Helfer arbeiten, gibt es da keine Probleme. Einmal rückwärts und das Ganze wieder ablassen. Sehr schön. Ein bisschen haben wir wieder eine Zielmarkierung hier auf dem Feld, indem wir hier einfach mit der Nase auf der Rille bleiben, sozusagen. Kimmer und Korn in der Landwirtschaft. Ja, da passt das nämlich so, wenn wir in der Spur bleiben. Ja, alles gar nicht so einfach ohne GPS, ne? Das erkennt ja der Yogi auch, als wenn er mit Großgerät, wie zum Beispiel beim Gülleausbringen, aus der Innenansicht fährt, dann ist das schon so, besteht immer die Gefahr, dass man natürlich irgendwo hängen bleibt bei 18 Meter Arbeitsbreite.
So, Dele, letztens jedenfalls gesehen an der Ostseeküste. Okay. Dann lassen wir jetzt hier mal den Helfer los. Genau. Und dann schauen wir mal. Wie weit ist denn er? Ich glaube, er braucht jetzt langsam Unterstützung. So, wenn er jetzt rückwärts setzt. Genau, genau, genau. So, einmal rückwärts gesetzt. Dann werden wir hier mal die Insel umfahren. Ja, das ist jetzt nicht ganz so trivial hier. Natürlich am Hang mit diesem schweren Gerät. Oh, 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 der bremst immer. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen, was der Fendt macht, ob das so passt. Weil dann würde ich auf jeden Fall gerne nochmal ein Vorgewende hier machen. Damit er uns auch nicht auf die Straße fährt. Dann sollte das Ganze doch passen. Okay. So, sehr schön. Dann wieder hier den Helfer loslassen. Und dann schauen wir mal kurz in die Übersichtskarte, wie das Ganze denn jetzt aussieht. Das müssten wir doch hier jetzt sehen. Und zwar hier. Nee, hier muss gewalzt werden. Genau. Ah, da haben wir noch ein Eckchen vergessen. Und das hier. Ah, okay. Aber das macht nicht so viel aus. Wie gesagt, wir kriegen hier ordentliche Werte. Zeigt er denn hier schon was an? Nee, noch nicht. 97%. Auch hier oben hat sich noch nichts geändert, was jedenfalls die Umweltbewertung angeht. In Summe sind wir bei 8%. Ja, das liegt vor allen Dingen hier an dem Feld hier noch. Das ist bei 41. Und natürlich hier bei diesen neuen Feldern, die wir noch nicht bearbeitet haben. Diese beiden, die 7 haben wir gekauft. Und da war ja schon eine Frucht drauf. Da mussten wir also erstmal nichts tun, außer, glaube ich, Unkraut bekämpfen. Und hier kann das sein, dass es deswegen... Nee, Bodenproben, Unkraut hat sich ja noch nichts getan. Und hier haben wir natürlich auch noch nichts. Da haben wir erstmal die Bodenbearbeitung, aber noch nichts ausgesät. Also das wird sich alles erst nach der Ernte höchstwahrscheinlich einpendeln. Okay, so, er kommt, denke ich, hier zurecht. Genau, den können wir dann erstmal alleine lassen. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir hier mit ihm weiterkommen. So, Dann fahren wir hier jetzt erst einmal um die Insel. Ja, ja, so 100% wird es nichts werden. Aber auf jeden Fall auch nicht schlecht. Sehr schön. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Ja, dann können wir den auf jeden Fall nochmal einmal hier losschicken. Dann kann der auf jeden Fall hier noch eine Bahn fahren. Und wir schnappen uns jetzt erstmal den Klaas. Und zwar den hier. Sehr gut. Und holen uns den Anhänger vom Schweinestall. Und werden erstmal ein bisschen die Schweinchen füttern. Es ist zwar gut noch gefüllt, aber es kann nie schaden, wenn man noch ein bisschen nachlegt. Denn die Helfer haben jetzt ein bisschen was zu tun. Dann können wir hier noch ein bisschen was machen. Nämlich, wie gesagt, die Schweinchen versorgen. Die Kühe, die Hühner sind soweit versorgt. Und dann schauen wir auch mal beim Stall, wie es denn da jetzt aussieht. Wie viele Tierchen drin sind. Wie viel wir noch Platz haben. Und wie es mit der Reproduktion aussieht.
Weil wir müssen natürlich immer ein bisschen schauen, dass wir Luft haben, denn einen vollen Stall, der tut uns dann weh, wenn natürlich, ich sage mal, Ferkelchen nachkommen. So, links ist frei, rechts ist frei. Ja, das ist doch aller Herz allerliebst. Dann hier rüber. So, wie gesagt, das Feld hier rechts, da ist Raps drauf, da haben wir das Unkraut bekämpft, da können wir nur noch warten, wie es wächst. Und das Feld hier links, da kommt unser Futtermais drauf, da haben wir gekalkt, gedüngt, soweit auch erstmal alles vorbereitet und da geht es dann nächsten Monat im April in die Aussaat für Mais. Und hier haben wir uns nochmal zwei Felder Gras angesät. Hier werden wir nochmal ein bisschen Gras ernten, entweder für Silage, für die BGA oder, naja, wir werden sehen. So, hier geht es jetzt erstmal zum Schweinestall. Wir nehmen noch den Weg außen herum, aber wir werden da, denke ich, auch bald mal eine Abkürzung basteln. So, Dele, jetzt muss ich aber nochmal schauen, weil ich bin jetzt gerade mal überlegen, haben wir denn hier was reingepackt? Sieht man das? Ah, stopp, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Irgendwie hier muss man jetzt drücken, glaube ich. Nee, war das hier? Genau, da kommt jetzt der Trichter raus und die Frage wird sein, und das weiß ich nicht mehr, haben wir hier schon ein bisschen Schweinefutter reingepackt? So, hier steht unser Spezialanhänger. Der einzige, der hier vernünftig reinpasst und der hier vernünftig das Material abkippen kann, der Reisch. So, und wir werden, wie gesagt, hier vorne, da werden wir dann irgendwann noch ein Stückel Weg bauen. Also das wird hier auf jeden Fall hier noch ein Weg hier vor, damit wir hier einfach besser auch rankommen. Vor allen Dingen auch was, wie viel Mist haben wir denn da drin? 19.000, da können wir ja eigentlich auch den Mist erstmal. Schauen wir mal, also irgendeiner ist jetzt auch gerade fertig. Ist klar, der braucht auf jeden Fall unsere Unterstützung. Ja, da werden wir nicht mehr mit dem Helfer arbeiten können. Da müssen wir auf jeden Fall Selbsthand anlegen. Okay, wie sieht es bei ihm aus? Oh, er ist eigentlich auch schon fast fertig. Okay. Ja, der macht jetzt hier vorne fertig und dann wird er bestimmt auch sagen, dass er erstmal mit der Arbeit fertig ist. So, wie finden wir jetzt wieder den... ich denke hier, oder? Dann schauen wir mal kurz auf die Karte. Ja, das passt. So müsste das, glaube ich, passen. Ja, dann können wir da auf jeden Fall nochmal den Helfer weiterschicken. Und wir schnappen uns jetzt hier den Anhänger. Dann gehen wir mal kurz dahin. Also wie gesagt, wenn da noch Material drin ist. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Ah, doch, Schweinefutter 14.000. Sehr gut. Oh, das dauert. Oje, oje, aber das wird dauern. Okay. Dann schauen wir noch mal ganz kurz in die Karte. Er macht gerade die Wände. Okay. Also bis der hier voll ist, da können wir in der Zwischenzeit ja hier noch mal mit dem kollegischen Deutz Fahr eine Runde drehen. So, wir machen Folgendes. Wir fahren hier links rum. So, also es wird nicht perfekt. Aber wir müssen ja auch nicht wirklich jeden Zipfel hier jetzt ansehen. So, okay.
Hervorragend, das passt soweit. Und ich denke, der Fendt hat sich auch schon wieder in der Zwischenzeit gemeldet. Da müsste er eigentlich auch gesagt haben, dass er jetzt fertig ist. So, dann machen wir das hier auch noch schnell. Ja, ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten. Also irgendwie müssen wir hier auf jeden Fall irgendwie ein besseres, ja, Course-Management herausfiltern, so möchte ich sagen. Also das gefällt mir noch nicht ganz so gut. Das gefällt mir noch nicht ganz so gut. Also es bleibt abzuwarten, ob das wirklich eine gute Idee von mir war. Aber wie gesagt, das Feld bietet sich eben einfach an, weil das ja eine sehr gute Ertragsstufen hat, Ertragswerte. Und deswegen auf jeden Fall interessant hier ins Portfolio mit aufzunehmen. Und wenn wir dann eben dann doch ein kleines bisschen mehr arbeiten müssen, ja, dann ist das halt eben so. So. Vor dem Ertrag hat man einfach halt auch ein bisschen den Schweiß gesetzt. Dann machen wir hier das letzte Fleckchen auch noch fertig. Da machen wir ein bisschen rückwärts und dann kriegen wir hier auch noch ein bisschen Saatgut drauf. So, da haben wir auch noch etwas. Okay. Sehr schön, wunderbar. Ja, wie gesagt, nicht ganz so einfach, aber wir haben jetzt auf jeden Fall unser Feld angesät. Schauen wir mal. So. Ja, im Großen und Ganzen passt es. Da ist noch ein kleines bisschen hier und da und dort, aber wirklich nichts Weltbewegendes. Wir klappen zusammen. Wir fahren vom Feld. Und ich denke, auch den Fendt können wir gleich aufräumen. Oh, der braucht auch dringend Wagen. Oh, 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 da sieht es ja schlimm aus da drin. Ist wieder einer mit dreckigen Schuhen eingestiegen, hä? So, hier geht's vom Feld runter. Und mal rechtzeitig bremsen, weil, boah, der schiebt. So, Dele. Zack, 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 zack. Ja, da hätten wir auch durchspringen können. So, dann schauen wir jetzt hier nochmal. Und zwar beim Thema muss gewalzt werden. Ah, da haben wir noch ein Stückchen. Okay. Das kriegen wir doch auch noch gewuppt. Genau, das ist nur diese kleine Ecke noch. So, dann würde ich doch sagen, dann klappen wir dich mal zusammen. Und wir schauen nochmal, was er spricht hier. 125, 89, aber okay, also er verspricht uns den vollen Ertrag. Da bin ich ja mal gespannt. Der volle Ertrag steht sozusagen in Aussicht. So, wir bringen den Kollegen hier erstmal wieder in Parkposition, weil jetzt kümmern wir uns nochmal um unsere Schweinchen, denn es müsste doch hoffentlich jetzt hier gefüllt sein. 14.621, jetzt müsste das Silo auf jeden Fall leer sein. Wir setzen mal kurz zurück, aber erst vorher kurz. So. Oha, ich wusste es. Ja, das ist ein bisschen tricky hier. So, jetzt aber. Ja, ja, das ist wieder hier mal Yogi-like. Dann packen wir das hier weg. Augenblick. So. Nee, hier. Ja, yep, sehr schön. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier rumkommen. Weil er hat ja extra hier einen Stein positioniert, damit es nicht ganz so einfach wird.
Wunderbar. So, Dele, dann einmal hier rein und die guten Tierchen gefüttert. Ja, das. Wir müssen hier einfach aufs Feld fahren. Es hilft nichts. Also, das heißt, da müssen wir definitiv was machen. So, und dann müssen wir ganz weit nach hinten fahren. Weil sonst kriegen wir oben Probleme mit der Kollision. Okay, genauso langsam wie er B lädt, genauso langsam entlädt er. Aber wir schauen mal, was unsere Schweinchen sagen. Wir haben in Summe, ja, okay, 100, 150. Ja, aber es sieht eigentlich gut aus. Die sind soweit gut versorgt. Da kommt noch ein bisschen was rein. 46. Ja, ja, okay, wir kommen da so ganz langsam in den grünen Bereich, aber wir werden da mit Sicherheit noch ein bisschen was machen müssen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, 94, die sind 0 Monate. Ah, ja, okay, dann hat da vermutlich Reproduktion 40, Reproduktion 60. Die beiden haben dann praktisch hier diesen Anteil geworfen, 512, 695. Stoppe mal, so, das wollte ich. Weil ich glaube, das Tiermenü ist auf der anderen Seite, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie viel passen, denn es ist voll. Okay, dann müssen wir uns Gedanken machen, dass wir auf jeden Fall beim nächsten Wurf aufpassen. 290, welches sind denn die nächsten? Reproduktion, geschlechtsreif. Okay, da tut sich erstmal gar nichts. Da können wir auf jeden Fall warten, bis die Tierchen irgendwie hier bei 800, 900 Euro sind. Dann können wir abstoßen. So. Sehr, sehr schön. Dann würde ich doch sagen, dann holen wir hier noch ein bisschen Miste. Und dann können wir nämlich noch ein bisschen Schweinefutter vom Hof holen. Und dann haben wir, wie gesagt, keine Leerfahrt. Immer ganz, ganz wichtig, niemals leerfahren, wenn es geht. Deswegen machen wir jetzt hier schön voll. Die Miste können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen für unsere Apfelbäumchen. Ah, da passen 16.000 rein. Sehr gut. Und ab zum Hof. Tja, und dann muss man schon wieder sagen, 9.57 Uhr, aber allzu viel werden wir jetzt gar nicht mehr in diesem Monat machen können, weil ich glaube, Gras oder so, das wächst, aber unsere Graswiese oben am Berg, die dürfte, glaube ich, auch noch nicht erntereif sein. Da muss ich dann auch mal schauen, einen Blick drauf werfen. So, und dann einmal hier rechts rum. Darauf achten, dass wir hier nicht ins Wasser fahren. Ja, und ansonsten können wir jetzt eigentlich nur dem Pflänzchen beim Wachsen zusehen und müssen auf den nächsten Monat, um dann dort eben mit der Maisaussaat zu beginnen. Und die nächsten Felder hier, die beiden Maisfelder, die sind ja relativ easy. Da können wir auf jeden Fall mit dem Helfer arbeiten und dort den Helfer wirklich das Ganze für uns erledigen lassen. Das war jetzt eben auf unserem neuen Feld nicht so der Fall. Also da müssen wir definitiv einiges immer von Hand nachjustieren. Und da bin ich jetzt fast am Überlegen, weil da wäre natürlich dann die Option für die Zukunft eventuell da Gras drauf zu machen. Aber Ah, wir fahren hier rechts. Wir kommen von der anderen Seite auf den Hof, weil wir müssen ja zum Verteiler. Dort müssen wir ja unsere Miste auswerfen. Ja, das Feld wartet auch nur darauf, dass es bestellt wird. So, hier geht's links, hier geht's in den Ort, beziehungsweise zum Hof. So, da vorne wartet der Warrior auf seine Abfuhr, beziehungsweise auf die Abfahrt. Und DHL ist auch wieder unterwegs. Und hier geht es jetzt links rein. Und an
werden wir das Ganze hier schön in unseren Verteiler kippen, damit er das Ganze in die Gewächshäuser bzw. zu den Apfelplantagen verteilt. Den Mist. So, da müssen wir aufpassen. Nur ganz knapp. So, Dele, das war's. Jetzt schauen wir mal. Hat der eigentlich... Ach, deswegen. Okay. Warte, warte, warte. Jetzt muss ich aber die Hilfe einschalten. Weil dann machen wir doch mal hier auf. Genau, hinten. Dann geht das ein bisschen zügiger, Freunde. So, das soll es wieder mal für die Folge gewesen sein, denn wir haben wieder mal über 20 Minuten die wunderschöne Galgenberg gespielt. Die Map vom Yogi und wir freuen uns schon auf die zukünftige, auf die Oberschwaben, die sozusagen bald in der Pipeline steckt. Und dann schauen wir mal, wie es hier bei uns mit den Projekten auf dem Kanal weitergeht im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage wem an dieser Stelle. Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.